Wie man Kistenkrieg spielt. Grundregeln: Zerstöre innerhalb des Zeitlimits so viele Kisten wie möglich. Für jede zerstörte Kiste gibt es Punkte. Übertreffe die Zielpunktzahl für einen erfolgreichen Abschluss. Unterschiedliche Arten von Kisten haben unterschiedliche Festigkeiten, Effekte und bringen unterschiedliche Punktzahlen. Wähle deine Kistenweise aus und jage die Höchstpunktzahl. Okay, Seite 2. Blaue Kisten. Schlägst du auf eine blaue Kiste, lädt sich die ATB-Leiste stark auf. Im Kistenkrieg kannst du nur die Waffenfertigkeiten der ausgerüsteten Waffe und den Mutangriff anwenden. Zerstörst du rote Kisten, verlängert sich die verbleibende Zeit. Okay, das klingt alles sehr einfach. Mal gucken. Oh, die Kisten lassen sich gar nicht so leicht zerstören. Und rote Kisten sehe ich gerade noch gar nicht. Ja, natürlich. Man sollte mit dem Mutangriff natürlich auch mal treffen. Wäre nicht so schlecht. Geht das Ding überhaupt kaputt? Ach, nicht dein Ernst. Anvisieren kann ich die auch nicht. Jetzt. Oh ja, da haben wir einige mitgenommen. Hat sich doch mal gelohnt. Verzieh dich! Immer noch nicht das Ding kaputt. Hammerhart. Was die abkönnen. So. Was für eine Fertigkeit hatten wir jetzt drin? Schwertsturm. Schwertsturm ist super. Schwertsturm hilft uns extremst gegen mehrere Kisten. Ah, Mist. Oh, geil. Das hat uns auch geholfen. Zwischendurch sollten wir dann doch mal eine rote Kiste zerstören. Nein, falsche Richtung. Mist. Verzieh dich. Genau, da wollte ich doch hin. Da oben ist nochmal eine rote Kiste. Vielleicht schaffen wir es auch noch rechtzeitig. Schwertsturm. Komm, 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 komm. Sehr schön. Nochmal 10 Sekunden extra. Komm, komm, komm. Den ersten Platz haben wir schon mal genug Punkte. Geil. Jetzt müssen wir uns nur noch den Trostpreis als nächstes holen. Cool. Erste Mal alle Dinge. Kriegen wir den Trostpreis vielleicht einfach so auch dazu? Das wäre doch schön. Das habe ich noch nie gesehen. Das hat Spaß gemacht, oder? Komm bald wieder. Wow. Zertifizierter Kistenkrieger, supergeil. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne, aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid, aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Du wirst aus ihm erstmal noch kein Lächeln herausgelockt bekommen. Es ist leider so. So, aber trotz dessen, dass wir jetzt diese eine Mogri-Medaille noch mehr bekommen haben, können wir leider nicht auf das nächste Buch zurückgreifen. Schade eigentlich. Hier gab es jetzt keine Aufgaben, bin ich der Meinung. Aber er hatte ja von diesem einen älteren Mann geredet. Den werden wir nochmal aufsuchen. Na, komm schon. Du darfst da gern durch. Achso, und dann muss ich natürlich auch nochmal gucken, was für Ausrüstungsgegenstände wir bekommen haben. Da war ja einiges dabei, ne? Nagelkeule zum Beispiel, die haben wir gekriegt.
Naja, jetzt müssen wir natürlich diese Fertigkeit erstmal vollkriegen. Entfesselt einen verheerenden Angriff und wechselt die Kampfhaltung. Cool. Fertigkeitsstörung. Ach so, das ist ja, ich verstehe. So, Moment. Ne, wir lassen das erstmal noch drauf. Die 40%, die kriegen wir noch ganz schnell dazu. Sollte nicht das Problem sein. Magisches Zahnrad, ein wundersames Zahnrad, das durch die Umwandlung von Magie in dynamische Kraft angetrieben wird. Lädt beim Verbrauch von MP die Limitleiste auf. Das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Wir würden 6 physische Attacke verlieren und 3 Stärke. Das finde ich nicht so cool, aber ich finde das Ding einfach ziemlich geil. Ja. Wir geben ihm das einfach. Ich kann da jetzt gar nicht drüber hinwegschauen. So, Bronzereif, Eisenreif haben wir noch 3-mal. Schwarzreif bringt uns gerade nichts, genau. Magischer Armreif bringt uns auch nichts. Ich weiß gar nicht, wieso physische Abwehr und magische Abwehr, ja. Ja, der ist sowieso bei Cloud jetzt gerade ausgerüstet. Nee. Den wegnehmen will ich noch nicht. Dafür ist sie noch nicht auf Magie genug gerüstet. Und vielleicht bräuchte ich da einfach irgendwie auch mal was, was die Gegner dazu veranlasst, dass sie immer Cloud angreifen oder so. Ich weiß es nicht. Erstschlag. Erstschlag ist auch nicht verkehrt, ne? Nehmen wir. Nehmen wir einfach direkt mit. So, und dann können wir nämlich die Waffenpunkte nochmal verteilen. Mache ich jetzt auch gerade erstmal nur für die Eisenklinge. Wenn wir denn da überhaupt welche investieren können. Ja, stimmt, da brauchen wir ja nur 8. Bei den anderen brauchen wir schon 12. Physische Attacke haben wir drinne. Magische Attacke, genau. Das war's auch schon wieder. Die Nagelkeule, die werden wir modifizieren, wenn es soweit ist, dass wir sie verwenden können. So, und dann... Den haben wir drin. Schaden von normalen Angriffen. Schaden von Sturm. Erlitten beim Blocken. Ja, nehmen wir das. War gerade nicht so leicht zu entscheiden. Magisch oder doch eher physisch. Man weiß es immer nicht so genau. Was hilft einem mehr? Wenn man nicht alles auf einmal nehmen kann, ist es schwierig. Vorsicht! Jetzt redet Opa auf einmal unentwegt vom Makroreaktor. So, es gab hier irgendwo einen älteren Herrn, der Hilfe braucht, habt ihr erzählt. Was ist hier drüben eigentlich? Kann ich da auch hin? Warum nicht? Wo willst du hin? Ja, ich will doch wissen, was da los ist. Bist du der ältere Herr? Nein, so viel älter siehst du auch nicht aus. Neue Waffe haben wir, Armreife brauchen wir nicht. Ich glaube, ich muss tatsächlich den Jungen nochmal fragen, wo dieser ältere Herr sitzen soll. Oder finden wir ihn vielleicht hier? Kann ich da jetzt eigentlich hochgehen? Oh ja, sehr gut. Ob wir überhaupt was finden werden? Bisher gibt es nicht mal jemanden, mit dem wir sprechen können.
Ja, ich bin sowieso vorsichtig. Das ist mein zweiter Vorname. Vorsicht. Ja, was ist denn hier? Wie kann ich denn den Song hier entgegennehmen? Hallo? Bist du jemand, der gute Musik zu schätzen weiß? Ich Unbedingt. habe nämlich ein paar Platten, über die ich einfach nicht loswerde. Hast du nicht vielleicht Interesse? Ah. Sehr schön. Den nächsten Song collected. Gut, und jetzt sind wir schon wieder komplett zurück. Das war jetzt eigentlich auch nicht mein Ziel, aber mein Ziel habe ich definitiv erreicht, und zwar den Song bekommen, den wir hier erhalten konnten. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte ja von Anfang an so das Gefühl, dass es hier noch einen Song geben muss. Und hier sind sogar noch Gegenstände. Ja, ich bin ein Soldat. Brauchst du Hilfe? Weil wir einfach zu gut sind? Nein. Ich habe selbst nur noch 3 Gil. Habe ich vorhin von Kindern abgenommen. Und eine Nagelkeule. Keine Ahnung, warum hier Kinder mit Nagelkeulen spielen, aber es ist möglich. So, wir müssen doch nochmal zu ihm zurück. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo dieser ältere Herr sein soll. Und irgendwie, ach, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß es leider einfach nicht mehr. Wir gucken mal. Was hast du gesagt? Hier gibt's viele Probleme, die wir Kinder nicht lösen können. Wäre toll, wenn du uns hilfst. Mach ich. Ich habe gehört, dass du den Krötenkönig besiegt hast. Hab ich. Danke. Hier gibt es ziemlich viele Monster. Du musst dir sicher keine Sorgen machen, Cloud. Aber sei trotzdem vorsichtig. Ich werde allen Leuten vom Alleskönner erzählen, Cloud. Ja. Kennst du schon Moggy? Er ist etwas seltsam, aber sein Laden bringt dir vielleicht Glück. Ich werde allen Leuten vom Alleskönner Ach, erzählen, Cloud. schade. Dann findest du bestimmt. Schade, schade, schade. Er sagt es uns einfach nicht nochmal. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir es mittlerweile einfach geschafft haben. Und alle Nebenaufgaben hier erfüllt haben. Ich bin nur sehr unsicher. So ist es. Nee. Hier ist nirgendwo ein grünes Ausrufezeichen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Weder da noch hier. Ich frage mich, ob jetzt vielleicht dieser Zeitpunkt wäre, in dem ich zurück in die Kirche könnte und die Materie holen könnte. Aber will ich das jetzt herausfinden? Da! Schau eine an. Hallo. Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums und stellen die Frage: Wo soll das hinführen? Wie auch immer, wenn möglich, würde ich den Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Alter, es war jetzt bestimmt ganz schwer herauszufinden, dass du Reporter bist.
mit deiner Armbinde auf der Presse draufsteht. Das war bestimmt überhaupt nicht leicht. So, wir müssen einmal zur Bürgerwehr. Hallo? Ach du meine Güte, was meinst du? Na, den Racheengel natürlich. Jeder kennt ihn, aber niemand weiß, wer er wirklich ist. Vor seinen Raubzügen schickt er immer eine Ankündigung raus. Und doch wurde er noch nie erwischt. Wie macht er das nur? Ich habe gehört, dass er Magie einsetzt. Eine Hexe soll dieser Racheengel sein. Ich habe gehört, dass er ein Ungeheuer sein soll. Da wäre mir eine Hexe noch lieber. Tatsächlich. Wenn ich dir erzähle, was ich noch weiß, fällst du aus den Socken. Na dann erzähl mal. Tut mir leid, aber das ist alles, was ich auf Lager hatte. Was? Dabei hatte ich mich so sehr auf noch mehr Gerüchte gefreut. Eben gerade hast du doch noch gesagt. Ich werde es nicht hinterfragen. Oh Mann! Hallo? Ja, du willst wissen, ob ich den Racheengel kenne? Unbedingt. Er stiehlt niemals die Armen. Und Leute zu verletzen oder gar zu töten, ist unter seiner Würde. Das ist alles, was du über ihn wissen musst. Aber wenn du neugierig bist, sprich doch einmal mit Mireille. Von allen Leuten hier weiß sie am besten Bescheid. Mireille? Wo ist Mireille? Bist du Mireille? Nee. Bist du Mireille? Was? Der Racheengel der Slums? Ihr schnüffelt seit kurzem so einen Reporter rum. Bist du etwa in seinem Auftrag hier? Ha! Selbst wenn ich was wüsste, ich sag nichts. Der Racheengel ist unser Held. Als würden wir ihn an Shinras Schoßhunde verkaufen. Nein, das sollt ihr doch auch gar nicht. Also jedenfalls ist das nicht mein Ziel. Du siehst aus wie Mireille. Oh, guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aris. Tatsächlich. Ich hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Das ist schon mal gut. Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. Das kannst du doch nicht einfach so aussprechen. Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Eigene Neugier, genau so habe ich das auch gesehen. Neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. So lange musst du den Reporter vertrösten. Okay, also soll ich jetzt einfach nur mit dem Reporter nochmal reden? Was für mich? Kennst du Mireille? Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mireille? Die kennt doch jeder! Ich habe auch versucht, sie zu bearbeiten, leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller! Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Wäre ja sonst auch zu leicht, ne? Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist. Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon. Nicht wahr? Aber natürlich... Ich brauche noch mal Söldnerunterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich auskundschaften?
für einen ordentlichen Preis. Also so 8000 Gil lasse ich mich das schon mal kosten. So, eine Anhöhe auf eine Ah, ich verstehe. Ich weiß, wo ich hin muss. Wisst ihr es auch, Leute? Ich bin gespannt. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Genau in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Folge sein wird, in der wir das alles erleben oder wie auch immer. Aber genau in diesem Moment müsst ihr es mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Wäre schön herauszufinden, ob ihr Bescheid gewusst habt. Ich denke, ich weiß Bescheid. Oh, und wieder die Musik. Es ist so geil. Ich hätte nicht gedacht, dass uns die Slums tatsächlich in Sektor 5 so dermaßen lange beschäftigen. Aber es ist richtig, richtig gut. Es ist echt cool, dadurch, dass wir jetzt auch ein bisschen was zu tun haben und so. Es macht schon Laune. Kommen wir hier vielleicht schon mal ran? Nee, ne? Ja. Ich weiß. Verschlossen. Komm, weiter geht's. Ich bin der Meinung, wir müssen... Ne, hier oben war das nicht, ne? Hier waren ja nur diese Robotergebilde oder wie auch immer. War denn das nochmal? Muss das wirklich sein? Yeah. Frag mich nicht. Ich habe nicht entschieden, dass die Monster uns angreifen. Komm. So, Eagle Flow AD. Hey. Zack. Das war abzusehen. Hier war das. Genau. Obwohl es mich gerade wundert, dass wir das grüne Ausrufezeichen schon weit vorher gesehen haben. Oh nö. Dein Ernst? Hast du mal gesehen, wie groß das Ding ist? Hallo. Der Engel des Slums. Okay. Ja, sollte ich jetzt erstmal gegen die Eisenkugel kämpfen? Natürlich nicht. Oha! Leute! Ich kann gegen die Eisenkugel gar nichts machen. Aber ich kann sie bestimmt anzünden. Ja, siehst du. Und ich kann sie bestimmt auch vereisen. Wenn sie denn mal was machen würde. Fertigkeiten, Schwertsturm. So, Aeris, es wäre mal nicht schlecht, wenn du irgendwas tun würdest. Eisenkugel. Bringt gar nichts. Doch, 719 Schaden. Was? Immobilisiert. Komm schon. Ja, du hast auch deine Daseinsberechtigung. Auch wenn du es zwischendurch vielleicht nicht glauben magst. So, Magie, Eis. Nee, warte mal, wir machen mal den heiligen Magiekreis. Auf Aeris. Autsch! Was? Subspirit bringt uns nichts. Cloud. Cloud. Hier. Nein, er ist stumm. Was? Was brauchen wir? Wachmacher? Nee. Echoschirm, da. Hauptsache war er stumm. Kaiser Smog. Weg. So. Das Gute ist, der heilige Kreis ist immer noch da. Das Schlechte ist, dieses Smog verschwindet einfach nicht zwischendurch.
Der bleibt ja echt ewig. Was soll ich denn jetzt dagegen machen? Moment, Moment. Jo. So, und jetzt ist er natürlich nicht mehr... Ich muss das nochmal ausprobieren. Nein, jetzt habe ich schon wieder stumm drauf. Aber diesmal verschwindet stumm wenigstens von alleine. So. Ah, zack. Nein. Magie. Jetzt komm. So. Ich glaube nicht, dass es was bringt, ihm MP abzunehmen. Und ich hätte definitiv ihr mal Heilung geben sollen zwischendurch. Eris. Das wäre sicherlich die allerbeste Idee gewesen. Nein, weg, weg, weg. Was? Boah. Sehr schön. Schwertsturm. Ja, Schwertsturm ist natürlich auch so sinnlos. Weg. Eris, Magie. Wo komme ich jetzt hier durch? War doch echt das gesamte Feld hier immer voll mit seinem Zeugens. Magie. Oh, was? Definitiv ist dieser Gegner schon mal leichter als der Froschkönig und diese komischen Dinger. Aber trotzdem ist er nicht leicht zu besiegen. So, einmal ein Sturm. Zack. Davon kriege ich ihn auch nicht abgehalten irgendwie. Gegenstände. Cloud. Erstmal einen Supertrank. Und einen normalen Trank kannst du auch nochmal hinterher kriegen. Warum eigentlich auch nicht? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh. Ja. Die nächste Eisenkugel gehörte fast ihr. So, und dann habe ich nämlich gerade gesehen, wir haben ja Gigabomben. Zack. 500 Schaden ist nicht wenig. Da können wir doch bestimmt nochmal eine zweite drauf werfen, oder? Schade, er ist immer noch nicht im Schock. Kriegt jetzt gerade auch keinen Schockmoment mehr mit rein. So, dann verbrauchen wir einfach die dritte Gigabombe. Hm, was uns auch nichts bringt. Schade. Ja, genau. Niemals. Niemals. Ich hätte mich gar nicht mehr treffen dürfen eigentlich. Oh ja, genau. Cloud kriegt einfach mal noch eine drauf. So. Irgendwelche letzten Worte? Ich glaube nicht. Mehr geht immer. Das war's dann. Wieso kommt er nicht in den Schockmodus? Es ist so schade.
Megatrank. Und es ist genauso schade, dass wir unsere Megatränke die ganze Zeit schon verbrauchen müssen. Einmal Sturm wirken. Das hat uns für unsere ATB-Leiste auf jeden Fall immer viel gebracht. Heiliger Magiekreis. So, Äther. Und dann kannst du wenigstens nochmal Feuer wirken. Ja, wir hätten weit besser vorbereitet in diesen Kampf gehen sollen. Dann wäre es bestimmt auch viel, viel leichter geworden. Aber wir haben ihn trotzdem besiegt. Das ist die Hauptsache. Zack. Fertig ist er. Der Engel des Slums. Ob wir ihn jetzt wirklich finden? Eine Warnung des Racheengels. Namen der Armen dieser Stadt. Der Racheengel des Slums. Eine Nachricht des Racheengels? Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Was? Euer Ernst? Für so eine komische Nachricht? Das ist auch immer geil, dass man die einzelnen Schritte tatsächlich nochmal nachvollziehen kann. Also am Ende eines solchen Auftrags. Das finde ich richtig, richtig gut gemacht. Da ist nochmal der Blick in die Kirche. Oh, es war so schön. Es war so schön. Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Jo. Zweifellos. Eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So. Das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Hier steht noch etwas geschrieben. An den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast noch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? Ah. An mich? Soll also heißen, dass dich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte! Was hätten meine Informationen dich umgebracht? Ich sollte besser aufpassen, wem ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen. Eine neue Nachricht des Racheengels. Sein nächstes Opfer ist Don Corneo vom Wallmarkt. Das Warten hat sich gelohnt. Don Corneo ist ein großer Fisch. Das wird eine Sensation. Sieh da! Moment! Wo haben Sie das her? Das war's dann wohl mit meiner Bezahlung. Hier, das ist für dich. Kein Grund zur Bescheidenheit. Das Geld kommt aus der Tasche dieses Reporters. Keine Sorge, das ist nicht gestohlen. Nur geliehen. Ich bin sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Irgendwie habe ich es mir schon gedacht. Und ich werde den Gedanken einfach mal laut äußern. Bestimmt ist sie der Racheengel. Weil er hatte die Nachricht vorgelesen. Er hat einfach die Nachricht vorgelesen. Da stand nicht mehr drauf. Und im nächsten Moment liest sie noch viel, viel mehr vor und steckt dann auch noch die Nachricht so weg. Das kann nur das bedeuten. Ist alles in Ordnung? Ja, sicher. Absolut. So, Leute. Also ich glaube, für heute haben wir definitiv erstmal genügend Material aufgenommen. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie fast bei... ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber ich denke, es sind fast 4 Stunden, die ich aufgenommen habe. Natürlich würde ich am liebsten jetzt einfach weiterzocken und wie auch immer, aber morgen gibt es wieder wichtige Termine. Die natürlich, wenn das Ganze hier gelaufen ist, schon lange in der Vergangenheit liegen.
wie das ja immer so ist, ne? Trotz allem hat es mir unendlich viel Spaß gemacht, wieder das Ganze hier zu erleben. Und das nächste, vor dem wir jetzt stehen, ist den nächsten Turk, den nächsten von den Turks, zu begrüßen in Aerys Haus. Ja, einiges haben wir erlebt, einiges werden wir noch erleben. Definitiv, es gibt noch viel, viel Spielzeit, die ins Land gehen wird. Und bei euch bedanke ich mich auch wieder an dieser Stelle fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr das Ganze hier mit mir zusammen erlebt, letztendlich. Ich freue mich darauf, mit euch zu schreiben und mit euch Gedanken auszutauschen und wie auch immer. Und sag dann, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr der Fliege.